Willkommen zurück, meine lieben Herrschaften, zu meinem Let's Play Victoria 2 Projekt Indien. Wir befinden uns gerade am Beginn des dritten Vereinigungskriegs. Und ich bin das letzte Mal draufgekommen, ich kann Großbritannien nicht zwingen, diese ganzen Kleinstaaten da, Bundelkant, Hyderabad oder ähnliches, in die Freiheit zu entlassen. Das liegt hauptsächlich daran, dass diese dummen Staaten mit mir im Krieg sind, würde ich fast sagen. Das heißt, das kann ich nur machen eigentlich, wenn Großbritannien mir den Krieg erklärt. Das tun sie aber natürlich nie. Warum sollten sie auch? Sie haben ja keine Chance. Das ist so mies. Aber dafür ist mir aufgefallen, wir können von Hyderabad zum Beispiel verlangen, wir können ein Kriegsziel hinzufügen. Und das heißt, wir könnten auf diese Art und Weise Hyderabad in unser Reich eingliedern. Das kostet uns aber 59 Kriegspunkte, was eigentlich praktisch alle Kriegspunkte sind, die wir erreichen können. Das heißt, wir können nur genau ein einziges von diesen Ländern tatsächlich in Indien inkorporieren. Und ich würde fast sagen, wir fangen einfach mit Hyderabad an. Weil das ist einfach das Größte. Wenn wir das haben. Ja, das schalten wir auf jeden Fall mal dazu. Das heißt, wir brauchen jetzt was. Keine Ahnung. Irgendwo da oben. Wir brauchen insgesamt 64 Punkte jetzt. Wir werden auf jeden Fall noch irgendeine von den Kernprovinzen auch bei Großbritannien hinzutun noch. Das heißt, wir werden sicher noch mehr verlangen. Ja, jetzt sollten wir mal da alles erobern. Aber wie schon gesagt, im Normalfall sollte das sowieso kein Problem darstellen. Schauen wir mal. Gut. Dann haben wir das besiegt, passt. So, warte mal, wir sind das. Oder gehen wir da runter? Wo geht denn der hin? Nach Mysore? Ach, gehen wir nach Gulbarga oder so irgendwie. Wie heißt das? Okay. Ist auch okay. Das ist auch okay. Da haben wir jetzt einen Haufen Briten erledigt. Dann gehen die nach Nagpur. Dann folgen wir doch glatt mit einem Teil meiner Truppen. Mit euch nämlich. Hey, einmal Verbrennungsmotor. Schauen wir mal. Marine, Handel, Kulturindustrie. Alles sehr schön, aber wir werden natürlich da die Luftfahrt machen. Dann können wir nämlich Flugzeuge bauen. Ausgezeichnet. Was machst du in Bilzapur? Na gut, ist mir wurscht.
geh dorthin, wenn du unbedingt willst. Ja, da im Norden dürfen wir auf jeden Fall nicht vergessen, dass da noch immer ein Haufen Russen sind. Die uns natürlich feindlich gesonnen sind. Ah, was? Ich bin so dumm, ich hätte da eh raufgehen können. Dumm. Jetzt wieder rauf. Du gehst da hin, du gehst daher. Und du gehst auch daher. Wir müssen versuchen, da möglichst viele russische Truppen zu erledigen. Und wenn es zu viele sind, auszuweichen. Oh, das schaut gut aus. Das schaut ausgezeichnet sogar aus. So, Bhopal haben wir gewonnen. Dann gehen wir da gleich mal weiter. Dann haben wir mal Zentralindien da erobert. Gehört das eigentlich auch zu Zentralindien? Nein, zu Nagpur. Wir werden auch Nagpur von ihm auf jeden Fall verlangen. Was Nasik ist das der Nasik? Jo. Okay. Undor, sehr gut, du wirst deinen Nasik unterstützen. Wirst du diese 40.000 Typen zu ihm zu uns kommen? Ah, verdammt. So, das sind jetzt die Typen in Nasik. Was macht sie hier? Hier geht's nach Bombay. Ist mir auch recht. Solange ihr mir da nicht im Weg seid. So, du gehst weiter. Da hier. Du gehst nach Rangoon. Ach so, das ist ja auch. Das geht ja auch mir, sehe ich gerade. Das ist ja auch Südbengalen, stimmt schon wieder. Diese Inseln da. So, jetzt schauen wir mal, wie das da oben ausschaut. Das schaut ausgezeichnet aus. Diese Schlacht scheinen wir eh zu gewinnen. Die haben wir auch schon gewonnen. Dann bleiben wir doch da stehen und warten wir auf die Typen. Sollen die doch ruhig zu uns kommen. So, in Merv haben wir mal alle Russen entsorgt. Du hier, gehst mal daher. Du hier, gehst daher. Hey, und wir können Tibet beeinflussen. Lasst uns die Meinung in Tibet steigern. Okay, noch geht das ja ganz gut. Ausgezeichnet. 20.000 Briten noch erledigt. Ja, diese 40.000, die sind nur ein bisschen lästig.
hätten wir auch irgendwie loswerden müssen, aber gut, einstweilen mal lassen wir sie tun und lassen, was sie wollen. Okay. Dann kümmerst du dich mal um diese 3000. Du bist da angekommen, du bist da angekommen. Gut, da oben geht es eh noch gut zu. Gut, ihr erholt euch ein wenig. Das sind noch 4000 Mann, um die wir uns kümmern müssen, irgendwann einmal. Ja, was machen wir noch? Etwas später. Die machen eh nicht viel. Okay, dann haben wir mal diese 3000 weg. Das heißt, wir könnten nämlich heute gerne diese 7000 angreifen. Yes! Dann wollen wir mal am Hafen Truppen entsorgt. Du gehst nach Balk. Das sind eigentlich gute Gebiete zum Angreifen, weil sie flach sind. Sind nicht so gut zum Verteidigen. Vielleicht solltest du auch danach rückwärts gehen wieder. Und du gehst auch noch rückwärts nach hier. Lassen wir die Leute doch mal kommen. Kommt's nur hier, geht's wieder nach Dashowoods und nach Merv. Dort kann ich euch schön angreifen. Und alles ist gut. Gut, ihr hier. Kümmert euch mal um den da. Der hin nach Samalpur. Ah, der geht da rund um meine Truppen. Okay, der sammelt dann Haufen Truppen. Ausgezeichnet, haben wir wieder eine Truppe, die wir am Dashowoods angreifen können. Sobald sie dort stehen. Gut, du machst da weiter. Wer weiß, vielleicht haben wir Assam auch noch verlangen. In dem Krieg. Herat. Ist okay. Ist auch okay. Warte mal, wann ist der dort? Am 2. Juni. Was, wenn ich da hier gehe? Bin ich am 4. Juni. So, na dann machen wir da weiter. Die faschistische Doktrin, na super. Faschistische Rebellenorganisation ist um 75% stärker. Das freut mich. Ja, komm schon nach Taschkowitz. So, dann machen wir zuerst einmal das hier. Wo gehst denn du jetzt hin? Bist du irgendwo hin? Nein, du schaust mir so aus, als würdest du stehen bleiben. Wir wollen mal mit euch zwei nach Dashkowitz gehen. Du gehst sicherheitshalber mal ein bisschen weiter rüber. Und du gehst noch ein Stück rauf. Das sind 30.000 Mann.
haben wir auch besiegt. Gut. Und du bist jetzt so weit erholt, dass wir uns das da wieder zurückholen. Achso, bist du erst angekommen. Rangoon haben wir gewonnen, das heißt, wir gehen weiter nach Pegu. Sind nicht die auch mit uns im Krieg? Ich glaube nicht, oder? Nee. Gut. Ist schon schlimm genug, dass wir mit Russland im Krieg sind. Russland ist überhaupt ein armes Schwein irgendwie, weil die haben da Polen einfach vorhin verloren. Schon allein deswegen mögen sie mich nicht, weil ich damals unterstützt habe, die Italiener. Wie ist denn das eigentlich, Italien mit Frankreich kriegt? Das ist eh gut so. Dann kriegt Frankreich eine auf den Deckel noch. Das ist ganz wichtig, dass Frankreich nicht zu stark wird wieder. Die versuchen nämlich gerade in Niederlande die Niederlande zu erobern. Aber, also nicht erobern, sondern in die Einflusssphäre zu nehmen. Aber Italien ist hat eingegriffen, um den Status quo zu erfüllen. Und seitdem die eingegriffen haben, ist das stark bergab gegangen. Die waren nämlich, glaube ich, schon bei 40% fast. Das ist gut. Das ist ausgezeichnet. Und die Türkei erobert da gerade ganz. Ah, Niederlande auch. Die Kolonien von den Franzosen sind da schon ziemlich hinüber. Das sehe ich gerade. Die Niederländer haben ja ihre Kolonien hier. Das könnte im Endeffekt dazu führen, dass Frankreich sogar noch Kolonien verliert in dem Krieg. Na gut, soll sein. Das interessiert mich alles nur peripher. Wichtig ist für mich diese Situation hier. Die Situation, wir erobern möglichst alles wieder zurück. Gut. Gehst du mal daher. Und bleibt da stehen. Der erobert das zurück da. Ist okay. Kann man ja versuchen. Shangabad haben wir auch wieder zurückerobert. Als nächstes versuchen wir es da. Ah, Johor hat ein paar Truppen. So, dann schauen wir mal, wie das da ausschaut, ob wir da diese 40.000 Mann von Russen entledigen uns können. Das sind wir jetzt in Pune. Ah, da wird wieder eine Armee von uns aufgebaut. Ist okay. Ist auch okay. Ist auch okay. Ist auch okay. Ah, sehr gut. Wir sind schon auf 24.000 Russen. Mhm. Ah, diese russische Armee ist echt modig. Sehr froh, wir sind technologisch denen doch sehr stark überlegen mittlerweile. Okay, nächstes Gebiet erobert. Machen wir Mangalore als nächstes. Oder? Nein, die werden da raufgehen und wenn die fertig sind mit der Belagerung hier, greifen diese beiden Armeen die 40.000 Mann von Hyderabad an.
Ah, sehr gut. Brauche ich eigentlich gar nicht mehr helfen da. Die 30.000 Mann machen das eh alleine. Okay, die sind schneller mit der Belagerung fertig gewesen, als die da oben waren. Armee ist technologisch ja auch ein wenig hinten nach, wie wir ja wissen. Und wie wir auch sehen. Naja, diese Truppen, da sollten wir auch irgendwann mal versuchen zu besiegen, aber das sind nur 2000 Maxeln. Das kann man auch machen, wenn wir da das Schlimmste hinter uns haben. Okay. Ah, nein. Was auch immer das war. Sind wir schon wieder fast ganz Indien unter unserer Kontrolle. Und da haben wir wieder bis zum 24. Juni. Ah, schaffen wir leider nicht mehr rechtzeitig. Aber ich glaube, ich bleibe stehen. Okay, nein, wir wollen Bewusstsein schaffen. Nicht Militanz. Egal, was das war. Ausgezeichnet. Es haben 417 Leute nur überlebt von ihm. Okay, gut. Du gehst nach Herat und erholst dich. Und der andere geht nach Merv und erholt sich ein wenig. Ja, das Problem ist, da haben Leute überlebt von den russischen Truppen. Das ist nicht gut. Die gehen nach Nukus, aber dort will ich ihn nicht angreifen eigentlich. Es sind einfach zu viele Leute. Und mit den Armeen, die ich hier habe, bin ich zurzeit eigentlich nur defensiv eingestellt. Weil erobern will ich da unten mal. Okay, ihr zwei geht und befreit Bombay von diesen 40.000 Mann. So, na gut, dann gehst du mal daher. Und kümmerst dich um die 2000 und um die Provinz. Konservative, nein, wir wollen mehr Konservative. Reaktionäre sind zwar ganz gut im Krieg, aber in dem Fall vielleicht doch nicht so toll. Okay, da sind wir nur angekommen. Da sind wir angekommen. Da haben wir die Belagerung gewonnen.
Dann machen wir das weiter. Da sind wir angekommen in Hyderabad. Gut. Was haben wir denn jetzt für eine... Wow, wir sind schon bei 52%. Aber mit den Schlachten werden wir nicht mehr besser werden, egal wie viele wir noch gewinnen. Da sind wir nur auf plus 50 und mehr wird es nicht. Das heißt, wir müssen da noch ein bisschen mehr erobern, damit wir besser werden. Nagpur haben wir gesagt, oder? Britischen Nagpur wollen wir auch noch. Das haben wir sogar schon. Das haben wir sogar schon zu 100% erobert. Das heißt, die liefert uns auch gleich Warscore ein wenig. Wenn auch nur ganz wenig Warscore leider. Wichtiger wäre es, wenn wir Teile von Russland erobern würden. Aber dazu fehlen uns jetzt noch die Truppen. Noch werden wir hier ein bisschen erobern. Empfiehlt das Buch? Natürlich empfehlen wir das Buch. Das bringt 5 Prestige. Ausgezeichnet. Der Russ ist wenigstens so feig und greift uns nicht an. Wo sind die ganzen russischen Truppen? Der müsste doch viel mehr haben. Der hat doch so ein großes... ich meine, immerhin wird dem... sollten die doppelt so stark sein wie wir. Russland hat 417 Punkte, das heißt circa so stark wie wir. Der muss ja irgendwo die Truppen haben. Wo sind die? 312,20 Punkte nur in Truppen. Wir haben 433, das heißt, wir haben schon mehr Truppen als er, oder stärkere zumindest. Aber der hat ja an der Grenze gerade mal genauso viel wie ich. Und ich habe an der Grenze vielleicht ein Drittel von meinem Heer stehen, wenn nicht sogar noch weniger. Verstehe ich nicht. Muss ich hoffentlich nicht verstehen. Ah, 133.000, das sind schon wieder welche. Na je. Oh, warte mal, was ist das für einer? Soll ich die gewähren lassen? Ah ja. Nein, so nicht. Bist du wahnsinnig? Wenn du so gehst, gehst du ja mitten durch diese Nationalisten. Das sind ja noch ein paar Truppen, die wir besiegen können. Sehr gut, da kommen wieder Truppen nach Daschkowatz, die wir töten können. Was machen wir diesmal mit diesen beiden? Ah, verdammt. Jetzt kommen sie und erobern meine Dings und erobern meine Provinzen. Aber... wenn wir Indien unter unserer Kontrolle haben, könnten wir versuchen, da auch noch zu erobern. Wir haben zumindest genügend Schiffe, um die da überzusetzen, ein paar Truppen. Und ich glaube, zwei Armeen, vielleicht ein dritter noch, sollten reichen. Die Armee haben wir auch erledigt. Das bringt uns zwar leider keinen Warscore mehr.
gehst du mal daher und erholst dich. Du bist doch ziemlich angeschlagen und du gehst daher. So, na dann. Weiter. Ach, gib 5 drauf. So, noch was. Die können wir dann auch rauf nach Richtung Russlands schicken. So, Hyderabad ist auch unser. Da weiter. Ja, da gehen ja doch ziemlich viele nach Taschkowuz. Schauen wir mal, wie viele dann dort stehen, wenn sie mal dort sind. 12. Juli. Ist okay. Genau. Okay, die sind da, um sich zu erholen. Und die sind da, um das Ding zu erobern. Okay, du erholst dich noch. Na, da wie viele? 42.000 Mann, die stehen da jetzt rum. Kommen da noch welche runter? Ja, sollen noch alle da runter gehen. Bis zum 12., 15., 16., 16., 17. Wollen wir, wo wollen wir kämpfen mit denen? Die Leute aus dem Meer nach Maschat wegziehen. Dann ziehen vielleicht einen Teil von ihnen nach Merv nach. Dann können wir ihn in Merv angreifen und mit einem Teil Taschkowuz absperren. Ausgezeichnet. So. Dann haben wir jetzt ganz Assam und Kachin auch gleich. Okay. Noch Nationalisten. Das Problem ist, die sagen sich ja nicht los von Großbritannien. Diese Chance hatten sie ja schon mal. Dann sind die dort in Merv am 24. Juli. Nicht, dass uns der noch in Merv erwischt. Ja, das sind noch einmal 40.000. Schon recht viele. Okay.
So. Ah, warte mal, da haben wir noch keinen Anführer. Der ist uns ja verstorben irgendwann mal letztens. Ich habe bis jetzt vergessen, ihm einen neuen Anführer zu geben. Angriff 2 klingt gut. So, der wird tatsächlich auch darauf gehen. Geh mal daher. Während du weiter nach Madras gehst. Wir könnten vielleicht jetzt Assam auch noch verlangen. Jetzt haben wir dann diese Gebiete alle. Oder Zirkas. Zirkas ist gut, das verlangen wir von den Briten. Hören wir dann auf für diesen Krieg, weil das Problem an dem Krieg ist ja, ich darf nicht zu viele von seinen Provinzen verlangen, weil ich brauche noch Kriegsgründe, damit ich dann die anderen Gebiete auch noch freikriege. Es wäre vielleicht besser, das nächste Mal Russland anzugreifen, wenn wir einen Kriegsgrund gegen Russland hätten. Weil dann können wir von Großbritannien die Freilassung von den Staaten verlangen. Weil dann nehmen die nicht am Krieg teil. So könnte ich das machen, stimmt. Oder irgendeinen anderen Bündnispartner von Großbritannien angreifen. Genau. Kriegsgrund gegen einen anderen Bündnispartner von ihm suchen. Das wäre klug. Na gut, aber das machen wir das nächste Mal. Herrschaften, für dieses Mal sage ich euch eine schöne gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.